Hallo Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2 Zombie Mode. Schon wieder mit dem Schleckblatt. Wir haben ein bisschen geübt, haben uns das Ganze ein bisschen angeguckt. Es war immer noch ein bisschen nervig hier mit dem ganzen Scheißfeuer. Ja, ja. Lass mich nicht Hallo sagen, danke, danke, danke. Ich wollte vielleicht auch mal Hey zusammen sagen. Mate! Okay, ich geh mal kurz offline hier. Ich geh mal ganz kurz offline bei meinen Freundes. Mach das. So, ich bin offline, gut. Ja, das wird eine ziemlich lange Runde, schätze ich, außer wir sind wirklich extrem schlecht, was er ja nun mal ist, ne? Also du bist ja schon einer der schlechtesten COD-Spieler, die ich kenne. Ja, die musst du definitiv splitten. Ja, ach, meinst du, die lad hier ein 6-Stunden-Video hoch, oder was? So lang wird's nicht, aber was wird mit sicher eine halbe Stunde. Länger, Stunde. Wenn nee, nein, Quatsch. Nein? Wir kommen doch nicht so weit, wie wir gerade gekommen sind. Warum ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es weniger sind, wenn man mit weniger Spielern. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Oh, die Waffenkiste ist hier draußen. Okay. Die Wendekiste, das heißt, wir brauchen die Ja, Trigger. Ich brauche noch ein bisschen Geld. Ach ja, man braucht Money, einen. Money. Ach ja, man braucht ja Geld in dem Spiel. Nee, ich hatte im Kopf, dass man 750 braucht. Braucht man ja, so wenig braucht man ja für die Türen. So, passt auf, Leute. Hier dieses Licht zeigt immer, dass die Kiste da ist. Das habt ihr auch schon öfter in die Kommentare geschrieben. Ja, das und, zum Beispiel. Die kostet eben 950, da gehen wir später hin. Kennt er ja schon von den anderen Runden. Ich gehe da jetzt hin. Ey, wie sind denn die Zombies? Ich habe eine Barriere repariert, das kommt jetzt erst noch. Da war gerade einer hinter dir, direkt hinter dir, als mich das gefragt hat. Achso. Upsala. Ja, das ist so ätzend, ey. Mit dem Feuer, ey. Ich werd extra Black Ops 1 nochmal installieren, damit wir das einfach mal zocken können ohne dieses beschissene Feuer. Ich meine, man gewöhnt sich zwar dran, darüber zu springen, aber das ist einfach nur unnötig und nervig. So, aber hab ich eine richtig gute Waffe gekriegt zum Upgraden. Also hier auf der Map, das wussten wir beim letzten Mal gar nicht. Manu dachte ja, das wäre die Random-Kiste da in der Mitte. Das ist aber zum Waffen-Upgraden. Kann man für 5000 einfach die Waffe extrem upgraden. Die ist dann viel besser und... Aber ich finde trotzdem, das hätte man auch noch erweitern können. Also noch mehr, ja, dass man... Ja, klar. Sagen wir mal, die Waffe dreimal verbessern kann, aber es geht im Prinzip nur einmal. Ja, oh, einen Affen! Scheiße, ich hab keine Waffe! Ja, dann... Fängt ja schon gut an, das ist ja geil. Ja, du kannst Messer. Ja messern. Ich lass dir dann die Zombies jetzt mal. Wo bist du denn? Wir haben schon mal extrem viel Pech. Ich meine, die Affen sind ganz nett. Ja, geil, bin tot. Haha! Geil. Und wenn ich sterbe, also wenn ich jetzt so sterbe wie jetzt eben, er kann mich ja wiederholen, dann verliere ich alle Perks, also alle Verbesserungen hier, diese von den Automaten beispielsweise. Ja, dazu das aber hatten wir beim letzten Mal auch noch gar nicht gezeigt. Man kann ja Verbesserungen sich zum Beispiel holen, zum Beispiel... Ja doch, haben wir schon, Revive haben wir geholt. Was für ein Ding? Ach, Revive. Ja, ja gut, aber es gibt eben noch mehr Leben, dann schneller nachladen, schneller rennen, schießen. Schneller schießen und ja, und eben Revive. Mehr HP. Ja, das hatte ich ja schon gesagt. Nee, hast du nicht. Aber man kann leider nur 4 Sachen gleichzeitig haben. Achso, und Grabstein gibt's noch. Das heißt, wenn man dann stirbt, dann kann man sich halt ganz sterben lassen und kriegt dafür aber, wenn der andere die Runde schafft, seine ganzen Perks und Waffen wieder. Ja. Ach, Perks auch? Ja, ja. Das Blöde ist halt, du hast dann quasi einen Perk weniger. Ah ja, stimmt. Ja, weil Grabstein weg ist, ne? Achso, ja. Nee, weil der Grabstein hast, genau. Ja, weil der Grabstein hast. Wenn man 4 maximal hat, dann ist das ein bisschen doof. Es kommt, also das muss man nochmal betonen, kommt wirklich sehr stark darauf an, wie viel Glück man hat. Ja, In vielerlei Hinsicht, alleine schon wegen den Waffen. Wenn ich jetzt gute Waffen bekomme, haben wir im Prinzip schon bis Runde 20 sicher, außer wir stellen uns ziemlich dumm an. Und dann haben wir ein ganz enormes Problem, sogar wenn man extrem gute Waffen hat, bekommt man nämlich das extreme Munitionsproblem. Dass man einfach nach einer Runde keine Muni mehr hat und wenn dann kein Muni-Package kommt, sowas wie eine Atombombe oder Instant Kill, dann hat man verloren, weil was willst du da machen? Willst du dir eine Waffe hier von der Wand nehmen? Das kannst du machen, du kannst die upgraden, ja, toll, die sind halt nicht so gut. Und die MP5, die hat zum Beispiel extrem wenig Muni und weiß nicht. Kann man nicht viel machen. Und das hat uns gerade, wir haben gerade mit noch wem anders haben wir gespielt, wir sind bis Welle 27, glaube ich, gekommen. Ja. Und am Ende war es einfach nur noch, man schießt einfach die ganze Zeit, man ist die ganze Zeit am Schießen und dann ist halt irgendwann einfach die Waffe leer und dann braucht man neue Munition und wenn du die dann nicht kriegst... Ja, nach einer Runde war das schon nachher. Wir hatten zwei, ich hatte insgesamt, glaube ich, an die 1500 Muni, also insgesamt für die beiden Waffen und das war nach einer Runde leer. Ja,
die Runden haben aber auch dann dementsprechend lange gedauert. Ja klar, also jetzt ist es dann noch ziemlich nervig, finde ich. Die Anfänge, sagen wir mal, die ersten 10 Runden sind echt ätzend, weil da immer nur 2 Zombies kommen. Man dann trotzdem aber irgendwie immer voll lange warten muss, bis da mal, einer vorbeikommt. Was hast du jetzt eigentlich für eine Waffe gekriegt gerade? Weiß ich nicht. Ich kenne die ganzen Namen ja nicht. Die M-Tar. M-Tar? Die ist ganz gut, wenn du die upgradest. Werde ich aber nicht machen. Ich werde, glaube ich, echt darauf sparen. Ja gut, man braucht Railgun oder halt... Ja, Railgun ist da bis, sagen wir mal, 25 eigentlich noch recht okay, aber dann wird die auch scheiße. Ja, und also am besten, ja, aber die würde ich trotzdem noch nehmen, die macht trotzdem vorher definitiv Sinn. Nö, die Dinger, die ich vorher hatte, waren geiler, also jetzt bei der letzten Runde. Was waren das? Das war Hammer und dieses... Hammer und die RPD. Okay. Das andere, die beiden Maschinengewehre. Und ich habe den Executionator, den Executator, glaube ich. Keine Ahnung, wie der heißt. Das ist so ein Revolver, der aber immer One-Shot ist. Finde ich auch nicht toll. Der ist aber richtig gut am Anfang noch. Erinnere mich voll an, wie heißt das, an... Und das brauchen wir nachher Borderlands, so ja. Ja, nach einer Runde, sonst ist man futsch. Ja, aber halt erst ab Runde 23. Ja. Vielleicht 24, vielleicht auch 88. Kann auch sein. Wir können einfach jetzt mal bis Runde 800 spielen. Am Ende hat man halt so viel Geld, man hatte nachher irgendwie 50.000. Ja. Und du weißt halt nicht mal, was du machen willst. Nur wenn du halt stirbst, brauchst du deine Perks wieder und nachher haben wir dann nochmal. Ja, okay, aber wie teuer sind die insgesamt? 10? Kannst du ja unendlich oft sterben im Prinzip. Ja. Weil du ja so viele Punkte kriegst, vor allem durch die Maschinenpistolen, du kriegst ja durch jeden Schuss irgendwie 10 Punkte. Ja. Und nachher überleben die auch so viel, die Zombies. Ja. Da schießt du einfach rein und kriegst bei einer Welle quasi. Oh! Ernsthaft! Sniper! So gut. Ich habe mal in einer Runde 5 Snipers bekommen. Und die war relativ kurz, die Runde. Und was war das noch? Granatenwerfer oder so. Ja, ganz oft Granatenwerfer auch noch. Und noch irgendeine Ballistikmesser ganz oft. Also echt nur durchgehend Ich glaube sogar noch Flash-Granate. Ja, das ist das Geilste. Die bringt im Prinzip gar nichts. Ja. Weiß nicht, ich finde die total unnötig. Nur der Affe ist halt sehr sinnvoll, das haben wir jetzt auch mittlerweile mal mitgekriegt. Ja, das ist so eine Art Granate im Prinzip. Ja, da sammeln die sich halt rum, wie bei Left 4 Dead, diese Pipe-Bomb, die Rohrbombe. Und die kann man benutzen, wenn man 4 drückt. Ist halt wie eine Fleischgranate. Ja, das ist halt nachher, braucht man das extrem, ist das extrem wichtig nachher in den späteren Wellen. Weil wenn einer down ist, wenn ein Kollege down ist und du hast die nicht, dann kannst du dich direkt mit hinlegen. Ja, mach ich dann auch immer, ich drück dann eine Steuerung und krabbel dahin. Alter, ist das die ey. Nee, das ist sie nicht, oder? Es gab da eine Shotgun, die so schlecht war. Welche war das? Alle. Sag mir, was hast du? Nein, diese eine da, diese. Mal wo ich 6-mal in den Kopf schießen musste, schon bei Runde 10 oder so. Ja, die Olympia, die hier kaufen kannst. Die kommt ja nicht in der Waffenkiste. Ach so, Nein, ja, das war eine. Nee, das war eine, die ich, glaube ich, bekommen hatte in der Kiste. Weiß ich nicht. Überleg mal, 6-mal in den Kopf rein. In Runde 1. Trotzdem, nein, Runde 10. Ja, gut. Naja. Ja, die Shotguns sind hier total scheiße, aber im Multiplayer total übertrieben. Ist auch geil. Ja, ein Schuss. Ein Schuss immer und direkt tot. Macht egal, Spaß, auch wenn du die Beine triffst. Richtig sexy, and I know it. Aber ich glaube, wenn wir das nochmal aufnehmen, dann nehmen wir das auch gar nicht von der ersten Runde auf aus. Naja, würde ich auch nicht sagen. Weil das ist einfach zu langweilig. Ja, es ist schade, dass man nicht irgendwie sein Startgeld auch bestimmen kann. Also man kann ja ein eigenes Spiel machen, das machen wir ja gerade. Und wenn man das Startgeld bestimmen könnte, dann könnte man zum Beispiel machen, man startet bei Runde, weiß nicht, 7 oder so und hat halt dann 2.000, 3.000. Ach, geht nicht. Wär dann. Man könnte das ja auch so begrenzen, dass das nur Leute machen können, die schon in gewissen Runden waren. Also wenn jetzt Runde 20 schon warst, dann darfst du bei Runde 10 einsteigen. Sowas. Ja gut, du darfst in Runde 5 kannst du einsteigen, aber ich glaube, du kriegst da nicht so viel Geld. Also ich kann das einstellen, kann Runde 1, Runde 5, Runde 10, Runde 15, Runde 20 einstellen. Das geht, okay. Ja, aber ich, keine Ahnung, ob man dann Geld kriegt. Ich denke nicht, keine Ahnung, wie man das schaffen soll, wenn man in Runde 20 einsteigt und kein Geld hat. Alter Ballistikmesser. Ist ja gut. Ja, total. In Runde 1 ist das gut, dann kannst du voll schnell messen. Kannst aber auch direkt zu den Leuten hinrennen.
Ja, machst du ja dann auch. Und Messern. Arschloch. Arschloch. Nein! So, ich grade jetzt erstmal meine erste Waffe ab, die Galil. Ich gebe die ganze Zeit mein Geld für neue Waffen aus. Ja, ich habe eigentlich eine gute, die sollte jetzt erstmal reichen. Ich will die beide nicht. Das ist in dem, wisst ihr, wenn ich jetzt, sagen wir mal, beim ersten Mal direkt eine Railgun oder so bekommen hätte, hätte ich jetzt schon eine upgradete Railgun geholt. Ah, wahrscheinlich. Echt viel Glück. Hab auch gerade überlegt, das wäre halt geil, wenn man irgendwie sich die Startwaffen bestimmen könnte oder so. Ja, genau, diese Hammer und dann noch eine Railgun. Ja, aber ist noch geupgradet. Ja, aber halt das, ja, nicht geupgradet, aber halt das irgendwie dann halt in Runde 7 startest. Sagst dann zum Beispiel, du hättest gerne eine Railgun, kriegst dann dafür aber kein Geld oder so. Ach so. Ja, trotzdem zerstört er dann dieses random Mega. Ah, klar. Oh, Hammer. Hammer time. Schreiner. So, ich hab jetzt schon so eine gute Waffe, dass sie im Prinzip immer One-Shot sind. Tip-top super. Ja, oh, Teddy. Und das. Ja, okay. Ich hab jetzt das andere Haus. Pass auf, jetzt portet sich das weg. Da, ist weg. Verpieselt sich. Hört man ja auch deutlich, ne? Ja. Die Map hatten wir da auch aufgenommen schon mal, oder? Ich glaub. Nö, ich glaube, da haben wir direkt wieder geswitcht, weil wir die Scheiße fanden. Echt? Was es eigentlich auch ist wegen dem Feuer, ey, das riecht ja so auf. Aber es ist einfach trotzdem noch die beste Map, weil hier die. Das mit der Waffenkiste, das ist die einzige Map mit dem Upgraden. Ja? Wohl. Nee. Doch. Hä? Welche denn noch? Wo kann keine man Ahnung. Upgraden? Aber schon alleine, dass dieses Upgrade-Teil hier mitten in der Lava ist, ist einfach so tierisch nervig. Ja. Oh, ich hab 2000. Und wo ist der Sinn vor allen Dingen? Was hab ich? Einfach alles, weil. Wo der Sinn ist. Achso. Hat hier alles brennt. Ja. Ist einfach so. Jetzt ist ein Vulkan ausgebrochen. Das Gleichgewicht der Welt ist durcheinander geraten, weil die Menschheit gestorben ist und dann ist die Erde aufgegangen. Ja, so nach dem Motto. Das macht total viel Sinn. Manuel! Ma! Guck, was! Das ist doch richtig gut. Super toll, die ist, richtig geil. Die ist richtig geil, wenn du die upgradest. Die hat dann so viel im Spiel. Ja? Nein. Warum ich hätte trotzdem gerne gesehen, wie du die geupgradet hättest und die dann irgendwie nur noch 3 Schuss im Magazin hat. Genau. Alter. Leute. Ey, ist das... Deutz. Haha, das ist sie, glaube ich. Ich glaube, das ist die schlechte. Kann das? Ja, ich glaube, das ist sie. Sag ich mal. Das sieht danach aus. Ich bin mir nicht sicher. Sag ich mal. Ja, doch. Ich denke, das ist sie. Sag ich mal, sag ich mal. Hier. Ach, die. Ja, ja. Ist sie das? Ja, ne, zähl mal in den Kopf und... Lass mir mal ein paar, Mann. Ich habe keine Waffe, keine tolle. So. Ja, dann kauf dir mal eine. Ja, ich habe jetzt schon, wie oft, 5-mal oder so? Ja, schütz mich mal. Stell dich doch hier ins Treppenhaus, hier ist eine. Hier, komm. Ja, die Geräusche waren beabsichtigt. Ich bin so geboren worden. Aber danke der Nachfrage. Alter, dieser AK-Shotgun ist das, glaube ich, ne? Was war die jetzt? War die gut? Nein. Ja, natürlich nicht, Mann, sonst hättest du die ja nicht gekriegt. Soll das denn heißen? Du immer schlechte Waffen kriegst gerade. Ja, lass. Ja, geil, ne? Ich finde das auch echt ehrlich. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass das random ist. Weil dann hast du irgendwie so 10-mal hintereinander eine richtig scheißige Das Glück ist einfach eine Hure. Hä? Das Glück ist einfach eine Hure. Aber das hatten wir doch schon so oft, dass man einfach 10-mal hintereinander eine schlechte hat und dann voll auf die gleichen und so. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Lass jetzt mal ein paar Leben an. Das wird sonst zu gefährlich. Ich habe noch keine Upgrades, keine Perks und so. Gar nichts. Ja, ich auch nicht. Ich mach mal eine Tür offen und hol mir den gleichen Park. Super. Nicht, weil ich's brauch. Und du hast schon geupgradet, ne? Ja. Sehr fair. Ich kann gleich schon den zweiten quasi upgraden. Dann renn mal gleich zu mir hoch, damit ich die abballern kann. Dann rennen sie dir hinterher und dann sind sie gleich alle oben. Ja, oder ich töte einfach alle und du kriegst gar nichts. Können wir auch machen. Ja, die Tempo-Cola geholt, weil ich habe den Revolver und den lädt man dann extrem schnell nach. Und den werde ich gleich auch noch upgraden. Ja, okay, dann lock ich mal alle an und hol die dann zu mir hoch. Und dann sterben wir erstmal. Oh, er holt mir eine hoch. Vergewaltigung. Scheiß Ohrwurm, ey. Ah, der ist ein Zombrell. Ma! Oh, echt schön, wie ich die zu mir hochloggen kann. Hochloggen? Sollten jetzt einige kommen gleich. Manuel. Hört sich schon nett an, die Zombie-Geräusche. Ja, geh mal hin. Geh mal hin, guck doch mal. Hallo, na?
die du jetzt hast, wenn man... Oh! Hä? Von her... Ja, von... Nee, von vorne war das. Nee, der Typ ist einfach der... Ist weitergelaufen, ob nachdem du denen den Kopf abgeschießt hast. Ach so. Die du jetzt hast, wenn du die upgradest, ist die extrem schnell. Extrem schnell. Gut. Ja, das Problem ist, sie hat nicht so viel Muni. Aber mit Doppelfeuer ist sie so schnell. Sag mal, guck mal, ich hab's so schon... Die hatte ich doch gerade auch schon, oder? Ja, klar. Ja, die ist voll scheiße. Ich find's schön. Ja. Also ich denke mal, wir kommen so bis Welle... Ja, bei dem Glück, ganz im Ernst, da schaffen wir vielleicht 15. Na, irgendwann kriegst du einfach eine und dann... Ja, aber überleg mal, wie viel Geld ich hinterher hink. Das ist ja echt tierisch viel Geld. Oh, fuck, da lag eine Bombe, ne Totenkopf oder auch keine Ahnung was. Oh, mal zwei. Jetzt kill, schnell. Kill alles. Ja, doppelte Punkte, auf. Warte. Nein, lass sie doch. Ja, dann lass mal hin. Ich mach das jetzt wie du, letzte Runde. Lass mir auch nie welche gelassen. Ja, aber wir nehmen gerade auf, ich hatte nur einen Raketenwerfer. Mann. Ja, WTF, damit kann man einiges machen, wenn man gut ist. Ja, halt nicht. Toll, wenn du alle tötest, wie soll ich denn da einiges machen? Ich die ganze Zeit selber springen oder was? Ja. Gut, ne? Richtig gut. Was hole ich mir jetzt? Denk mal schneller rennen. Hey, das... Ah, doch, das ist die gute. Ne? Das ist sie doch. Kannst du mal kurz gucken, ich glaube schon, ne? Bitte. Hört sich so an, ja. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Also die, das LMG oder was? Ja, die ich letzte Mal auch hatte. Ich weiß gar nicht. Vergiss die Namen immer mal. Die RPD. Ja, genau, die. Ja. Ist du das? Ja. Gut. Ich hätte echt nicht merken kann. Tja. Ja, genau. Oh, mit dem 10 Stunden Nachladen. Ja, es wird ja schneller. Hier, zeig's euch nochmal eben. Vor allem jetzt, wo der Perk noch nicht, dass man schneller nachlädt. Zack. Das ist weg. Sieht schon cool aus. Ich bin echt beeindruckt von diesem wundervollen Effekt. Ja, von der Engine. Das ist Wahnsinn. Ja, von der Engine, genau. Bin ich auch tierisch beeindruckt. Das ist 21. Jahrhundert pur. Ja, besonders hier so der Boden, ne? Die schönen Texturen. Ja.